Ja, hallo, herzlich willkommen bei Nockerzocker. Mein Name ist Angelo und in diesem Video möchte ich einmal über die ominöse indische Pizza reden, die wir angeblich vor 3 Jahren hier bestellt haben, ja? Also die uns schon länger verfolgen, sind nicht viele, die wissen, wovon ich rede. Also, angeblich haben wir mal bei einem Inder Pizza bestellt, was nie gewesen ist. Und das höre ich mir jetzt seit 3 Jahren schon an. Also wirklich, es ist schon ein Running Gag geworden, sowohl im Podcast als auch in unseren Let's Plays. Und jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe den ultimativen Beweis gefunden, dass es niemals eine indische Pizza gegeben hat. So, für die, die nicht wissen, wovon ich rede, gibt es einen kurzen Ausschnitt aus unserem 2-Jahres-Best-of, und zwar genau jetzt. Wo bestellt ihr denn? Wir bestellen mal Inder immer. Wir bestellen bei keinem Inder. Also, ist kein Inder, wo wir bestellen. Wenn wir alle Hunger haben und Pizza bestellen wollen. Beim Inder. Beim Inder. Der ist kein Inder. Hör mal. Vom allerersten Mal, wo wir hier Podcast gemacht haben. Vor einem Jahr, da haben wir beim Inder bestellt. War kein Inder. Ach ja, der Inder hat mich weggesprengt. Der Pizzabote gewesen. Nein, das war nicht der Pizzabote. Ich bestell keine Pizza beim Inder. Aber beim Inder Pizza bestellen. Ich liebe Pizza. Inder machen beste Pizza. Er ist kein Inder, wie oft denn noch? Warte. Nicht beim Inder bestellen. Wer das für ein Inder? Du bist doch kein Inder. Da kamst du mit um die Ecke. Ich hab aber keinen Inder bestellt. Nur so ein Inder. Nein, war kein Inder. Wir haben Inder. Das allererste Mal, wo wir hier bestellt haben, waren beim Inder. Wir haben mal keinen Inder bestellt. Heim erzählen, dass wir keinen Inder bestellt haben. Doch, das war doch ein Inder, oder nicht? So, darum geht's. Und jetzt kommt der ultimative Beweis, dass wir nie beim Inder Pizza bestellt haben. Bitteschön. Und dann ist die Nummer, die soll ich anrufen? Ja, da bin ich mal gespannt, was richtig ist. Also, beim Inder Pizza bestellen. Wer bestellt beim Inder eine Pizza? Der hat doch keine Pizza, der Inder. So. Alles klar. War mit Thunfisch, ne, Micha? Beim Inder Pizza bestellen. Herzlich willkommen zu Ganeshas Tempel der Sinnesfreuden. Ihre Bestellung bitte. Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne ein paar Pizzen bei Ihnen bestellen. Pizza? Wir haben keine Pizza. Ach, Sie haben doch keine Pizzen? Wir haben nur Curry. Wir sind ein Curryhaus. Also ich kann jetzt bei Ihnen keine Pizza bestellen. Nein, keine Pizza. Nur Curry. Wir haben Gemüsecurry. Aha. Wir haben Curry mit Fleisch. Ah. Curry mit Hähnchen. Aha. Curry mit Schwein. Aber nichts Curry mit Rind. Denn Rind heiligt hier bei uns in Indien. Und wir haben Curry mit Brokkoli. Hä? Brokkoli, was? Brokkoli. Hä? Brokkoli. Ach, Brokkoli. Ja, Brokkoli. Ja, nee, lass mal. Da sind wir nicht so für. Ist nicht so unser. Also, ich kann jetzt bei Ihnen keine Pizza bestellen. Nein, nix Pizza. Du musst jetzt auch kein Gyros beim Chinesen, oder? Ja, ist ja mein Reden, ne? Das sage ich immer wieder. Aber meine Kumpels meinen, man könnte auch bei Ihnen Pizza bestellen. Ja, gut, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank, ne? Gut, kein Problem. Beehren Sie uns mal wieder. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Idioten. Hör mal, der Currymann sagt, der hat keine Pizza. Wenn wir wollen, müssen wir einen Italiener bestellen. So, das ist der ultimative Beweis. Wir haben niemals eine Pizza beim Inder bestellt. Jetzt brauchen wir auch keiner mehr ankommen mit die Pizza am Inder damals vor 3 Jahren. Nein, die gab's nicht. So, fertig aus. Die Diskussion ist beendet. Der Thema ist für mich erledigt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.